In diesem Video möchte ich Ihnen die Unterschiede zwischen dem alten Telekom Media Receiver MR303 und dem neuen MR400 zeigen. Fangen wir mit dem kleinsten an, mit den Fernbedienungen. Man sieht hier schon letztlich die von dem neuen Receiver ist etwas dicker hinten und vorne dafür sehr schmal, die andere ist eher flacher. Von der Handhabung her ist die neue etwas ergonomischer, liegt besser in der Hand. Und der Vorteil ist, dass die neue Fernbedienung auch normale Batterien verwendet, während die alte Fernbedienung ja nur kleine Knopfzellen verwendet hat. Von der Übersichtlichkeit her nehmen sich beide nicht viel. Bei der neuen Fernbedienung ist noch der Vorteil dieser TV-Modus hier oben. Das heißt, ich kann mit dieser Fernbedienung auch umschalten und meinen Fernseher damit bedienen. Also ich kann immer zwischen Media Receiver und Fernseherbedienung umschalten. Das muss ich nur einmalig anlernen. Das ist also eine Besonderheit dieser neuen Fernbedienung vom MR400. Vom Gerät her selbst, wenn das flach dasteht, zum einen ist natürlich die Größe, das neue Gerät ist deutlich leichter, wiegt nur noch 1 Kilo und ist deutlich flacher und kleiner. Einen Einschalter haben beide Geräte. Hier kann ich an dem neuen Gerät Sender vor- und zurückschalten und zwischen dem TV und dem Musikmodus hin und her schalten. Beim alten gab es ja auch ein paar Tasten zur Bedienung. Kommen wir mal zur Rückseite, ich drehe sie beide mal um. Was man gleich sieht, um den Platz zu sparen, hat der neue keine SCART-Anschlüsse mehr gegenüber dem alten Receiver, weil einfach SCART-Eingänge gar nicht mehr stark verbreitet sind beim Fernsehen. Für HD, für hochauflösendes Fernsehen braucht man ohnehin ein HDMI-Kabel. Das hat natürlich der neue auch, HDMI-Anschluss wie der alte. Dann den Netzwerkport haben beide Geräte, um das Gerät mit dem Telekom-Router zu verbinden. Einen optischen und einen Koaxial-Audio-Ausgang haben beide. Cinch-Ausgang hat nur der alte, das gibt es nicht mehr, genauso wie S-Video und Ausgang. USB-Anschluss ebenfalls bei beiden vorhanden, beim MR303 hatte der allerdings keine Funktion. Und beim neuen Receiver können Sie dort einen USB-Stick einstecken und zum Beispiel Fotos oder Musik abspielen. Ja, Netzteil ist klar. Wobei hier beim MR400 das Netzteil selbst extern ist, also hier wird nur dann das Netzteil noch angeschlossen, während der alte Receiver das Netzteil integriert hatte, deshalb war der ja auch etwas größer. Ein- und Ausschalter bei beiden Geräten. Und was hier noch die Besonderheit ist, die Festplatte beim MR400 ist eine Wechselfestplatte. Also im Servicefall, wenn das Gerät mal einen Defekt haben sollte und Sie es zum Beispiel im Rahmen des Endgeräte-Service-Paket austauschen müssen, können Sie hier die Klappe entfernen, die Festplatte rausnehmen. Dann braucht nur die Hardware getauscht werden und Sie behalten Ihre ganzen Filme und Einstellungen, sofern halt nicht der Defekt an der Festplatte selbst liegt. Ich zeige es auch nochmal von der Seite, dass man nochmal sieht, wie schön schmal das neue Gerät ist. Von vorne und so von der Seite. Auch von den Funktionen und Stromverbrauch her. Der alte MR303 hat ja etwa 30 Watt im Betrieb, bis zu 30 Watt verbraucht. Der neue liegt nur noch bei etwa 11 Watt, also wenn Sie damit tatsächlich Fernsehen schauen und ihn nutzen, ist die Ersparnis besonders hoch. Im Standby-Verbrauch ist der Unterschied nicht mehr ganz so stark, das sind etwa 9 bis 10 Watt bei dem und bei dem alten Modell waren es etwa 11 bis 12 Watt. Der neue hat zudem noch eine Energiesparoption Plus. Damit können Sie ihn zwar dann nicht mehr von unterwegs fernprogrammieren, aber zum Beispiel kann ein Zusatzreceiver, Zweitreceiver oder Drittreceiver darauf zugreifen und ihn starten oder auch geplante Aufnahmen starten. Und in diesem Energiesparmodus Plus verbraucht das Gerät dann nur etwa 1 Watt. Also für sparsame Leute auch das neue Gerät zu empfehlen. Von der Leistungsfähigkeit her, der Prozessor in dem neuen Gerät ist deutlich schneller und auch mehr Arbeitsspeicher verbaut. Also etwa 2 bis 4 Mal so leistungsfähig ist der Prozessor und auch die Schnelligkeit des Arbeitsspeichers und die Menge des Arbeitsspeichers. Also da einfach, dass die auch hochauflösende Fernsehsendungen oder auch das Durchblättern in der Videothek einfach viel schneller vonstatten geht mit dem neuen Gerät. Wichtig ist, der MR400 kann auch nur an den neuen Entertain-TV-Anschlüssen betrieben werden. Also wenn Sie dieses Gerät nutzen möchten und noch einen alten Entertain-Tarif haben, dann ist ein Tarifwechsel in einen neuen Entertain-TV-Tarif notwendig. Wir beraten Sie dazu auch gern auf unserer Webseite oder telefonisch, wie einfach das Ganze funktioniert. Ja, das sind so die Hauptunterschiede von den Geräten selber. In den Tarifen gibt es noch ein paar Feinheitenunterschiede, dass auf der neuen TV-Plattform einfach auch noch mehr Möglichkeiten vorhanden sind.
Es gibt dann eine Entertain TV-App, die letztlich die anderen Apps, die es vorher gab, alle in einer App bündelt, von der Fernprogrammierung über die Remote-Control und andere Funktionen. Beim Norm Entertain habe ich eine Restart- und Replay-Funktion, wobei Restart nur bei Entertain TV Plus. Das heißt, ich kann bei Restart einfach eine Sendung, wenn ich jetzt reinseppe und mir gefällt die Sendung bei ausgewählten Fernsehsendern, einfach sagen Restart, dann kann ich diese Sendung, obwohl ich sie nicht aufgenommen habe, von vorne schauen. Oder Replay für ausgewählte Fernsehsender und Sendungen ebenfalls, dass ich 7 Tage im Nachhinein die Sachen noch schauen kann, halt wie bei einer Mediathek, ohne die Sachen selber aufgenommen zu haben. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal einen kurzen Überblick des MR400, die Menüführung. Eine Besonderheit übrigens, man sieht es hier im Hintergrund, wir haben hier den Telekom Speedport Hybrid Router. Die neuen Entertain TV Tarife sind auch mit Hybrid kombinierbar, also die Bündelung von DSL und LTE. Und da ist es so, dass das Fernsehsignal halt nicht über das LTE geht, sondern das ausschließlich über die DSL-Festnetzleitung. Aber wenn Sie parallel zum Beispiel zum Fernsehen dann Downloads machen und so weiter, dann würde wieder der LTE-Datenturbo greifen. Wie gesagt, das ausschließlich auch mit den neuen Tarifen möglich zu kombinieren. Ich schalte jetzt das Gerät einmal ein, hier den MR400. Startet sich jetzt einmal, sehen wir auch gleich im Fernsehen. Ich hatte ihn im Standby-Modus, insofern ein sehr schneller Start, bis er jetzt wieder da war. Ich gucke mal, wie schnell er so reagiert. Wie gesagt, ich habe hier nur einen 12-Mbit-Anschluss, also dafür die Reaktionszeit, damit das jetzt ein HD-Sender ist, sehr schnell. Neue Funktionen, was man hier kurz auch gesehen hat, ich gehe jetzt hier mal auf das Info-Menü, das ist dieses Restart, das heißt also, ich seppe durch, dieser Film interessiert mich oder die Serie, dann könnte ich jetzt hier sagen, neu starten beim Entertain Media Receiver 400 und jetzt springt er hier an den Anfang um 20.16 Uhr und ich kann den Film jetzt einfach schauen, auch wenn ich ihn überhaupt nicht programmiert habe. Also das ist auch eine sehr nützliche Funktion des Entertain TV Plus Tarifes. Ich gehe nochmal so ins Menü, dass man nochmal ein bisschen was sieht. Ich habe jetzt hier das TV-Programm, da könnte ich dann letztlich habe ich die EPG-Daten, kann mir hier entsprechend Filme auswählen und reinsetzen oder sie auch programmieren. Dann haben wir das Video-on-Demand-Portal. Auch das reagiert sehr schnell. Ich kann mir hier Filme anschauen, die ich dann kaufen oder ausleihen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Star Trek auswähle, schaut er zum einen, in welchen Mediatheken ist er verfügbar. Und ich sehe hier, ich kann ihn entweder im Einzelabruf über Videoload für 1,99 Euro mieten oder für 8 Euro kaufen. Oder sofern ich Maxdome-Kunde wäre, könnte ich hier ihn direkt auch im Abo aufrufen. Dann öffnet sich die Maxdome-App auf dem Media-Receiver. Also auch das ist alles sehr schön verknüpft gegenüber dem alten Media-Receiver. Ich gehe nochmal einmal zurück wieder. Bei meinen Inhalten gibt es weiterhin die Aufnahmen, geplante Aufnahmen und Videos, die ich gespeichert habe. Was auch geht beim Media Receiver 400 in Verbindung mit der Cloud-Option, mit der Plus-Option kann ich auch Filme in die Cloud speichern, statt auf den Media Receiver, die ich also auch unterwegs dann aufrufen kann. Und dann gibt es hier noch für Kinder verschiedene Inhalte. Oder ich kann hier auch Apps aufrufen, die Mediatheken und so weiter. Und wie Sie sehen, alles reagiert sehr schnell, also man merkt die Leistungsfähigkeit einfach des neuen MR400 im Vergleich zum MR303, der ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also auf jeden Fall eine gute Neuerung und für Entertainment-Bestandskunden sicherlich auch eine gute Wahl, einen Tarifwechsel auf die neuen Tarife zu machen.